Na gut. Bleiben wir bei den Mädels? Wir bleiben bei den Mädels. 5000 Meter. Das erste Highlight im Endeffekt am ersten Tage, was die Laufdisziplin im Mittel- und Langstreckenbereich angeht. Das erste Finale, was wir haben am Samstag. Volles Feld. 29, 29 Läufe. Nicht schlecht. Fast voll gemacht, die 30. Nicht schlecht. Wieder jede Menge aus Regensburg dabei. Also. Aber auch einige Berliner. Einige Berliner wird ein bayerisch-Berliner Duell dort auf der Bahn. Ja, wir haben Maren Koch dieses Jahr in Hengelo gelaufen. Sich in einem starken Feld zu etablieren ist sehr, sehr schwierig, gerade in Hengelo. Ich glaube, sie war nicht. Sie war sicherlich nicht so viel nach ihrer EM-Norm letztes Jahr unter 15:30 geblieben. In Hengelo 15:52 gelaufen. Aber sicherlich auch beide Rennen kein Stück miteinander zu vergleichen. Ja, du musst ja auch viel allein laufen, glaube ich. Es ist schwierig, das erste für Anfangspace. Wirklich schwierig in einem Feld zu bestehen, wo es vorne sofort Zielrichtung unter 15 Minuten ist. Und als Läuferin mit 15:30 ist dann einfach der Sprung noch ein Stück zu groß, aber gut bewiesen, hingefahren. Und ich glaube, dass das belohnt wird, wenn nicht dieses Jahr, dann im nächsten oder im übernächsten. Und wir haben erstes Finale an Evergreen der Deutschen Meisterschaften. Sabrina Mockenhaupt. Ja. Marathon gelaufen, 10.000 gelaufen. Aber ich glaube... Gestern gesehen bei Facebook, neues Training, was sie macht. 5x100 gelaufen, max. Also sie bereitet sich auf die Bahn vor. 5x100 max, hat sie auch Seiten gesagt? Weiß ich nicht. Seiten war nicht ausstoppbar. Ich glaube, sie kann 100 Meter max, aber auch 5000 Meter durchlaufen. Vielleicht. Also bei guten Wahnsinn. Unglaublich, was diese Frau auf die Bahn bringt, auf die Straße bringt. Wie sie diese Mischung findet. Vielleicht ein Erfolgs... Unglaubliche gute Mischung. Ich sehe sie gerne auf der Bahn. Das macht doch überall. Aber, also ich denke, ja, ich glaube, an Moki führt kein Weg vorbei. Das ist immer hart für die Konkurrenz, wenn sie sich in diesem Fall mit einer Sonderzulassung zwar in das Feld hineinschleicht, aber hätten wir beim Marathon vielleicht den einen oder anderen Fünfer rausgestoppt, dann wäre auch die DM-Norm bei dem hier zu rennen. Über 10.000 hat sie gewonnen. Ja. Super Auftritt beim Europacup. Mehr als lobenswert. Also, Moki ist, glaube ich, bei uns beiden die Nummer 1 an dem Wochenende. Und dann geht es natürlich um die Plätze. Was wird Maren Koch machen? Maren Koch, denke ich, sind wir uns auch einig, Platz 2. Und dann wird's. Dann gibt es eine Reihe von Läufern, die wir starten können. Caroline Ehling, Jana Suthaut, Gatzweiler, Agatha Strausser, wenn sie läuft. Aber dann auch die Athleten, vielleicht, wenn man so möchte, aus der zweiten Reihe, die um 16:45, in Richtung 16:30. Nochmal ein Sprung auf 16:20 ist vielleicht eine Medaille drin. Ja. Über 5000 kann man solche Sprünge machen. Wir haben Anna Reichmann gerade Medaille gewollt bei U23. Maris Buchhauser, Schindler, SCC Berlin. Viele Berliner im Feld. Junge Läuferin Hottentot. Hottentot. Ja. Laura Hottentot. Das war Jahrgang 92, 93. 92er Jahrgang. Auch in Kalifornien die Zeit gelaufen. Hat man gerade mit dem Fabian Clark mit diesem Thema USA. Sehr interessant. Also das wird erstes denn so ein gutes. Ja, auf jeden Fall. Ein Highlight des Samstags. Was ist dein Tipp? Moki von Maren. Und ich glaube, beim Rest ist dann did not finish. Es wird nur Silber und Gold ausgeschüttet. Aus ein Bronze. Aussteigen. Sie ist nach Deutschland gekommen, direkt aus dem Flugzeug gestiegen, 5000 Luft.
Flughafen gelaufen, 16:19. Und ist vor einigen Tagen nochmal 29:16 gelaufen. Den Tipp zum Tipp nehme ich gerne an. Also ich kann mich nicht festlegen, ich bin mir nicht sicher. Caroline Ehling ist also meine Nummer 3, wie es wurde. Wir müssen uns dranhalten, sonst verpassen wir noch einen Zug. Ja. Seht das schon. Ja. Und dann wird es richtig spät. Ich habe gesehen, der nächste fährt dann 15 Stunden. Brauchen wir. Ja, das wird nämlich mit Übernachtung in Buxtehude. Also müssen wir uns dran halten. 5000 Meter Männer. Was ist da los? Aus 3 Liter Ahne wurde Dip und Finish Ahne in dieser Saison. Schweres Jahr. Persönliche Schicksalsschläge, Verletzungen. Und was ich denke, das wäre das Problem. Hallo. Hi. Haben Sie hier eine Drehgenehmigung? Nee. Ja, mit Stativ ist hier nur Dreh mit Drehgenehmigung erlaubt. Wow, na dann. Geben Sie uns noch 5 Minuten? Dann sind wir unsere 5 Minuten weg. Da haben wir alles drauf und dann sind wir weg. Ausnahmsweise. Ja? Ich hab's mal nicht gesehen. Super. Super Sache. Alter, hier ist was los. Da haben wir gar keine bösen Absichten. Wo waren wir? Ahne. Schweres Jahr. Schweres. Und was ich denke, viel Druck als jetzt. Profi, nur aufs Laufen, die Norm muss her und es gibt keine Rennen für die Norm. Nee. Gestern Birmingham. Die Jungs wollen nicht laufen. Die wollen joggen. Ja, die wollen schöne Meetings erleben, ein paar Städte sehen, aber die und wollen... Und die letzte Runde wollen sie knallen. Und dann wollen sie die letzte Runde unter 50 laufen. Das ist, glaube ich, der Wettbewerb dieses Jahr. Wer kann die schnellste Schlussstunde laufen? Arne braucht die Norm. Er braucht die Norm für Moskau, aber um ihn einmal zu zitieren, seit Dieter Baumann keiner mehr bei deutschen Meisterschaften die WM-Norm oder eine internationale Norm gelaufen, hat er vor einigen Jahren gesagt. Ich glaube, dass es schwer wird für Arne überhaupt, was Norm angeht, aber vielleicht sogar auch in dem Rennen gegen Philipp Flieger, gegen Simon Stützel. Wäre Richard Ringer da? Ja, dafür nicht bezahlen, um das zu sehen. Dann können wir noch einreichen, dass